Ahoi Kapitäne und willkommen zu einem neuen Taktikvideo zum Thema PvE-Missionen und zwar Zerstörer. Wie spiele ich einen Zerstörer am besten in den PvE-Missionen erfolgreich? Das soll hier dieses Video beantworten, diese Frage, oder zumindest ansatzweise beantworten. Es geht ja um die Verteidigung des Flottenstützpunktes Newport und dort ist die Frage, wie setzt man am besten einen Zerstörer ein, um einen Flottenstützpunkt zu verteidigen. Es geht ja nicht darum, möglichst Caps einzunehmen, sondern wirklich Verteidigung. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir haben also einen Flugzeugträger mit dabei. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben nur ein Schlachtschiff. Okay. So, mal sehen, wo wir hingestellt worden sind. Da vorne rechts, alles klar. So, und dann haben wir also noch vier Kreuzer und eben uns als Zerstörer. Gut. So, dann wollen wir doch gleich mal unseren Kollegen schreiben, dass es darum geht, dass wir eben nicht nach vorne sprinten. Also, don't rush. Und wir müssen einfach auf sie warten. Einsatzbereitschaft herstellen. Die Basis wird angegriffen. So, wo kommen sie? Da drüben kommen sie. Okay. Das heißt also, so wie ich das jetzt sehe, na, so wie er das sieht, japanischer DED ist nicht besonders sinnvoll, sage ich einfach mal, wir werden sehen. Gut, wir werden jetzt also mit dem Turbo darüber heizen, weil da sind jetzt unsere Feinde. Es ist erstaunlicherweise ja gar nicht so sehr unsere Aufgabe, hier zu spotten. Denn letztlich sind die Schiffe relativ schnell durch die Aufklärungseinheiten gespottet und sie kommen auch so nah ran und fahren eben auch nicht besonders, ich sag mal, taktisch klug, dass sie sich irgendwo verbergen wollen. Die sieht man schon. Also die Aufgabe eines Zerstörers liegt nicht im Spotten. Kann natürlich auch mal sein, dass man irgendwo was offen hält, aber grundsätzlich erstmal nicht. Das bedeutet, unsere Aufgabe als Zerstörer ist tatsächlich dann auch mal das Wort zerstören wörtlich zu nehmen und unsere Torpedos ins Ziel zu bringen. Das ist das, worum es geht. Und das können wir am besten, indem wir es im Prinzip hier vor der Basis machen. Aber, und da muss man wirklich aufpassen, so, man muss natürlich auch mal gucken, wen man da so hat. Wenn ich jetzt so sehe, Chikuma, die kann natürlich nicht allzu viel ab. Also da reicht ein Torpedotreffer und der ist raus. Das heißt, wir können dann auch gleich mal gucken, dass wir den zweiten Torpedosatz auf die Tenry schicken, denn letztlich alles andere wäre ja nun dann verschwendet. So, und das ist etwas, was jetzt eigentlich nicht passieren soll. Aufgehen sollte man als Zerstörer möglichst nicht, denn da sieht man auch sofort, du wirst einfach sofort gefokust, weil jetzt bist du das nächstgelegene Ziel und da sind die Bots einfach sehr, sehr, ja, empfindlich drin. Und sagen, okay, also nächstes Ziel, sofort alle ran und vernichten. So, die Chikuma hat ausgebremst. Dafür haben wir die Tenryu getroffen. Also insofern, ja, okay. Jetzt nicht unbedingt das Beste, aber na gut. So, da laufen die nächsten Torpedos. Da brauchen wir gar nicht mehr schießen, der ist raus. Sehr schön. So, erster Angriff abgewehrt. Jetzt kommt der zweite Angriff hier aus der Mitte wieder. Und da sind natürlich jetzt auch Zerstörer dabei. Jetzt heißt es für uns wieder gucken, wie können wir uns am besten positionieren, um diese Zerstörer dann auch mit rausnehmen zu können. Und hier in diesem Fall würde ich jetzt dann tatsächlich sagen, ruhig drauf zufahren, weil jetzt spotten wir sie dann doch, obwohl wir natürlich auch einen CV mit im Spiel haben. Aber der kann auch nicht alles überall spotten, das geht nicht. Also fahren wir näher ran. Und versuchen aber auch da möglichst eben nicht aufzugehen. Das heißt, wir versuchen die aufzumachen, ohne selber aufzugehen. Gelingt nicht immer, sind ja nun mal auch Flugzeuge, wie gesagt, dabei. Aber wenn es dann gelingt, dann soll es eben was bringen. So, wollen wir schauen. Da setzen wir also die volle Ladung drauf. Den letzten bisschen kürzer, weil der vermutlich dann auch eindrehen wird. So, und die T-22, da können wir jetzt einfach drauf wirken, weil der hat uns tatsächlich jetzt auch wieder aufgemacht. Wieder nicht richtig aufgepasst. Viel zu nah dran. Das ist eben das. Die halten wirklich drauf zu und man kann es letztlich eigentlich berechnen, aber man muss es dann noch tun. So. Nebeln, hinlegen.
Das ist nämlich auch das Schöne. So, den einen haben wir schon mal rausgenommen. Da ist die Isokase offensichtlich gerade ausgefahren. So, und hier können wir jetzt die T22, der nebelt. Aber da in etwa muss er gewesen sein. So, und das Schöne, was beim japanischen Zerstörer natürlich jetzt ist, hier die Kamikaze, sind die Torpedo-Nachladezeiten. Also, das ist etwas, wo ich jetzt sage, das hat dann eben auch die Berechtigung, mit diesem Zerstörer hier mitzufahren. Weil du kannst eben alle 45 Sekunden deine Torpedos ins Ziel bringen und kannst parallel eben auch noch schießen. Und da ist die T22 dann auch raus. So, jetzt müssen wir aber mal sehen, dass wir hier ein bisschen Abstand bekommen. Ja, und dann haben wir jetzt auch die Ishizushi rausgenommen. So, sehr schön. Was haben wir denn noch im Angebot? Da ist noch eine Kaiser und die Tsuhiyo. So, da kommen Bomber, aber da wehrt unser CV die auch ordentlich ab. Ja, obwohl der natürlich jetzt hier auf uns abwirft, logisch. So, Kaiser ist auch auf 6 Kilometer jetzt ran. Da können wir dann auch gleich mal sehen, dass wir vielleicht noch was loswerden an unseren Aalen. Und jetzt gehen wir auch nicht auf. Ja, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Können wir unser Dünker das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen, indem wir da der Kaiser auch nochmal ein einschenken. So, dritter Angriff beginnt. Jo, und da ist die Kaiser auch raus. So, und jetzt können wir hier wieder rüber. Also man sieht, dass unser Team dieses Spiel hier sehr offensiv angeht. Also in der Basis stehen und auf den Gegner warten ist nicht. Und jetzt ist eben eins dieser Probleme da. Wenn ich mir das angucke, die Verbündeten da drüben auf der, was ist das, 4er-5er-Linie, bis die jetzt drüben sind, wo der Angriff gerade kommt, das wird jetzt dauern. Das ist wirklich schwierig. Ja, ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen, nochmal reinzuschreiben, dass sie recht haben, dass ein japanischer Zerstörer nicht viel in diesem Spiel bewirkt. Mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich. Weil 4 Schiffe haben wir jetzt schon versenkt. 66.000 Schaden haben wir auch gemacht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidende ist hier ja wirklich, dass man als Team zusammensteht und als Team sich so positioniert, dass das sinnvoll ist, was man da tut. So, und wie gesagt, da drüben, die eilen jetzt zurück, um irgendwie hier hinzukommen. Denn wir müssen natürlich aufpassen, dass die jetzt hier unsere Basis nicht erreichen. Ansonsten, oh, der lenkt jetzt aber extrem ein. Ja gut, durch den Angriff des Flugzeugträgers. Das ist auch immer wieder, ich sag mal, unglücklich, wenn man sieht, dass ein Flugzeugträgerfahrer nicht darauf achtet, dass ein Zerstörer ein Ziel bereits angreift. Der schmeißt seine Torpedos da rein und schon ändert das Ziel die Richtung und läuft aus den Torpedos, die der Zerstörer abgeworfen hat, raus. Also insofern vielleicht ein kleiner Tipp an den Flugzeugträgerfahrer, der dieses Video sieht. Achte doch bitte drauf, ob da schon Torpedos im Wasser sind und dann lass dieses Ziel einfach erstmal, schau, was kommt und wirf deine Aale dann später ab. So, ja, nun sind wir wieder auf und logisch sofort wieder gefokust. Das heißt für uns auch wieder abbremsen, nebeln und einfach mal sehen, dass wir vielleicht von hier aus noch ein bisschen was tun können. So, und da gibt es dann gleich für alt und für neu. So, Torpedobewaffnung unbrauchbar können wir natürlich nicht gebrauchen. Ja, jetzt haben wir 2 Torpedotreffer nochmal gemacht auf dem Miyoko. Da ist sie. Sehr schön. Da ist auch nicht mehr viel von da. Können wir doch mal gucken. Oh, aus der Entfernung direkt vorbei. Okay. So, raus ist sie. Budioni hat auch einen Kill. Wollen wir mal sehen, jetzt geht es da weiter. Das ist ja auch nicht mehr weit weg, aber die Nachladezeit ist, wie gesagt, das ist einfach das, was jetzt hier die Kamikaze in diesem Spiel so stark macht. Man kann ihm innerhalb kürzester Zeit seine Torpedos raushauen, kann zudem auch noch schießen. So, na gut, wird auch manchmal beschossen, gehört auch dazu. So, und da haben wir wieder einen Torpedotreffer. So, und da ist die Hatsu jetzt auch raus. Und jetzt wird es aber hier äußerst eng. Die beiden Zerstörer, die sind hier
auf dem Weg zu unserer Basis. So, und da kommen jetzt auch reichlich Torpedos und bei uns sieht es jetzt von der HP her gar nicht mehr gut aus. Das heißt, wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir das hier überleben. Ja. So, und da sind die beiden ganz schnell dann auch rausgenommen worden. Einmal vom Graf Spielen, einmal vom Vor. Und nun werden wir mal sehen, hier nochmal ein bisschen mit der Budioni kuscheln, dass wir da hinten zu diesen Liberties kommen, die Repair-Schiffe. Denn die sorgen dafür, dass wir einfach ein bisschen mehr Leben wiederbekommen. Das werden wir unseren Kollegen dann auch gleich mal schreiben, dass sie eben wissen, was jetzt los ist. So, und jetzt ist natürlich so ein bisschen das Problem. Man sieht, dass der Flugzeugträger da oben, da pinge ich jetzt mal hin, dass dieser Flugzeugträger da oben verfolgt wird von zwei Schiffen. Und das sind zwei Achterschiffe, zwei Achterkreuzer. Und das ist einfach ein Problem, dass die relativ schnell diesen ins Flugzeugträger gekommenen Spiel rausnehmen können. Der versucht sich zwar nach Kräften zu wehren, aber wenn der keine Unterstützung bekommt, nehmen die den raus. Und das ist eine der Aufgaben dieses Spiels, dafür zu sorgen, dass dieser Flugzeugträger überlebt. Man hat da relativ wenig Zeit, denn was jetzt eben auch passiert, es beginnt der Hauptangriff. Das heißt also, in dem Moment, wo die beiden dort ins Spiel kommen, hat man noch mal gefühlt 30 Sekunden Zeit und dann geht es schon richtig los. Aber wenn man die nicht rausnimmt, scheitert man eben an der 5-Sterne-Aufgabe. Das heißt also, man muss sie rausnehmen, um den Flugzeugträger zu retten. Das heißt, früh genug rausnehmen. Ganz, ganz wichtig, dass man sich so positioniert. Das Problem ist, der kommt eben mal da raus, wo er jetzt rausgekommen ist. Und er kommt manchmal auch unten raus auf J4. Also man muss da schon ja ein bisschen Glück haben, dass man an der richtigen Stelle sich positioniert. Oder das Team muss sich so aufstellen, dass beide Seiten relativ schnell das ein oder andere Ende erreichen können. So, was wir jetzt hier natürlich machen, wir stellen uns nicht in den ersten Kreis da vorne, sondern in diesen doppelten Bereich, weil dann werden wir doppelt so schnell geheilt. Und man sieht eben auch, dass das da jetzt hoch tickert, immer schön 100er nach dem anderen, klickert da hoch und so können wir jetzt von unseren 4000 wieder auf die 11.000 kommen und sind dann wieder voll einsatzbereit. Weil man hat eben ja schon auch gesehen, also diese Bots, die treffen auch. Das ist ja nicht ganz so einfach, denen mal auszuweichen. Also gerade als Zerstörer hauen die einem schon mal ordentlich in die Seite. Deswegen ist es also auch ganz notwendig, dass man sich hier mal heilt. Und es ist ja auch letztlich kein großes Problem. Als Zerstörer sind wir relativ schnell. Und was wir jetzt als Vorteil einfach haben, ist, wir können von hier aus mal sehen, wie sich unsere Flotte positioniert hat. Und können genau das tun, was wir jetzt nämlich machen werden. Wir werden auf die andere Seite fahren. Also wir werden versuchen, die Flotte, die dort angreift und auch ja schon relativ nah dran ist, auf dieser Seite aufzuhalten, wo unsere Verbündeten einfach im Moment noch nicht wirklich wirken können. So, und das jetzt wieder mit Full HP. So, was da wichtig ist, die Zerstörer, die da kommen, müssen aufgehalten werden. Die können ja auch ordentlich mit ihren Torpedos austeilen. Aber wir sind ja eher dazu da, ist ja nun mal kein Gunboot, die Kamikaze R. Wir sind ja eher dazu da, Kreuzer oder besser noch Schlachtschiffe rauszunehmen. Aber wenn es dann darum geht, den Angriff aufzuhalten, müssen wir halt auch mal gegen andere Zerstörer ran. So, hier kann man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sehen. Jetzt geht da gerade die Miyoko auf, da ist die Mars. Und da sieht man eben auch, dass man es plötzlich mit durchaus mal zwei oder auch dann drei oder sogar vier Tiers höheren Schiffen zu tun bekommt. Das ist auch mal eine ganz andere Erfahrung, weil da natürlich die Torpedos nicht ganz so wirksam sind, wie man es aus dem normalen Zufallsgefecht gewohnt ist. Da reicht ja manchmal ein Torpedotreffer und das macht Bumm. Hier muss man dann doch mal mit drei oder vier oder fünf Torpedotreffern ran, weil einfach die HP des Schiffes, das man angreift, so groß ist und die Durchschlagskraft der eigenen
Torpedos dann im Verhältnis so klein ist, dass man eben nichts erreicht, wenn man nicht mehrere Treffer ersetzt. Aber natürlich erreicht man ja schon mal, wenn man Wassereinbruch hat. Der fährt auch schon wieder ganz anders. Okay. Ja, ist nicht ganz so leicht, diese Kreuzer von vorne zu treffen. Deswegen werden wir uns jetzt mal anders positionieren und sehen, dass wir hier so ein bisschen an den Kartenrand kommen, um einfach von der Seite torpedieren zu können. Denn diese Scharnhorst hier, die wird ja auch an dieser Insel vorbeifahren. Davon gehe ich jetzt jedenfalls mal aus. So, die Miyoko macht uns nicht auf, aber viel weiter können wir auch nicht raus. Hier ist jetzt schon der Kartenrand. Das heißt, wir werden jetzt hier unsere Torpedos setzen. Ja, und da ist auch der Kartenrand. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wenn wir also gleich mal nebeln. So, ja, nun sind wir entdeckt. Das ist nicht optimal. Denn das bedeutet, dass jetzt auch die Schiffe hier reagieren werden. Auch die Bots werden reagieren. So, da kommen schon wieder Torpedos auf die Scharnhorst. Deswegen dreht er da ein. Ja, und dreht aus unseren Torpedos hier raus. So, das heißt, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Miyoko. Mal gucken, ob wir da noch unterstützen können. Ja, so. Und raus ist sie, sehr gut. So, dann können wir uns jetzt wieder um die Scharnhorst kümmern. Und jetzt können wir auch hier mal unsere Torpedos raushauen. So, und mal sehen, ob wir die Scharnhorst vielleicht anstecken können. Oh ja, und das klappt sofort. So, jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, weil in dem Moment, wo der jetzt einen zweiten Brand bekommt, wird dieser Bot sofort löschen. Ansonsten wird er erstmal brennen lassen. So, die Torpedos kommen vielleicht gar nicht schlecht. Aber auch nur vielleicht. Das läuft alles an ihm vorbei. Ne, hinten einmal noch mit Wassereinbruch. Okay. So, das hat er jetzt behoben. Und jetzt müssen wir sehen, also unsere Nebelwand, die löst sich langsam hier auf. Und die Scharnhorst steht jetzt gar nicht günstig, um Torpedos abzuwerfen. Aber was sollen wir anders tun, als es versuchen? Weil wir brauchen im Prinzip jetzt nur noch mal einen Wassereinbruch. Ja, brennt auch schon. Sehr gut. So, die Izumo hat man hinten kurz gesehen. Der geht's auch nicht mehr so gut. Das ist auch schon sehr schön. So, und diese Torpedos, die laufen auch wieder alle komplett an der Scharnhorst vorbei. Also der Bot fährt besser als mancher Schlachtschifffahrer, den man so im Zufallsgefecht hat. So, und jetzt werden wir hier an dieser Stelle einfach mal einen Moment warten, bis das da rumkommt. Ja, aber auch da. Der bremst jetzt so weit ein, dass wir da gar nicht rankommen. So, aber irgendwann muss er sich da ja rausdrehen. Also der muss ja irgendwas machen. Das wird er auch tun. Aber der fährt da so vorsichtig rum. Achtung, Hauptflotte ist angekommen. So, das hört sich ja schon mal gut an. Ja. Aber jetzt sieht man auf der Minimap auch, also die Scharnhorst, der dreht sich jetzt auch in die andere Richtung ein. Und da kommen jetzt auch unsere Verbündeten. Und damit ist das Thema, wir torpen mal eben auf die Scharnhorst eigentlich auch schon fast durch. So, der torpt jetzt seinerseits auf die Saipan. Nee, gar nicht wahr. Auf die Pensacola. So, jetzt ist er aber auch rausgenommen. Und jetzt schauen wir doch mal hier die Yubari. Ja, also, wie spielt man den Zerstörer in PvE-Gefechten? Im Prinzip würde ich sagen, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Vorne bleiben, vorne spielen, möglichst wenig aufgehen. Das ist fast nicht möglich, weil einfach doch auch sehr viele Schiffe unterwegs sind. Und mal an der einen oder anderen Stelle es einfach notwendig wird, dass man offensiver angreift. So, dann kann man natürlich seinen Nebel auch immer mal wieder nutzen. Und dann auch sehen, dass man Schiffe, wie wir es ja mit den Zerstörern gemacht haben, auch einfach mal mit den Hauptwaffen rausnimmt. So, und da laufen wieder Torpedos und wieder dreht er sich raus. Naja, aber nicht aus den... Und das war's. Da haben wir 140.000 Schaden gemacht, 5 Schiffe zerstört. Ja, nicht überragend, aber guter Job.
Und wenn man das dann geschafft hat und tatsächlich auch alle 5 Aufgaben erfüllt hat, dann bekommt man eben für diese jeweilige Aufgabe, die man erfüllt hat, Belohnung. So, und das sind einmal hier 3x5 Flaggen. Dann für die zweite Aufgabe gibt es nochmal 3x5 Flaggen. Für die dritte Aufgabe gibt es einmal 5 Tarnungen Seele des Ozeans. Für die vierte Aufgabe gibt es die Hashidate und ein 10er Kapitän. Und wenn man dann die 5. Aufgabe auch noch mit erfolgreich erledigt hat, dann bekommt man sogar einen Tag Premium. Finde ich eine klasse Geschichte von Wargaming. Ich finde es auch interessant, wie gut die Bots sind, dass es also nicht so schnell geht und nicht so einfach ist. Das macht aber auch mehr Spaß, wenn es nicht ganz so leicht ist. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, schreib in die Kommentare, ob du PvE-Missionen gut findest oder nicht, ob du mit Zerstörer spielst oder was du sonst so spielst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.